Als nächstes folgt Frau Kollegin Harms für 3 Minuten. Ja, sehr verehrte Kollegen, Herr Kollege Scholz, auch Sie gehören ja zu denen, die in Deutschland in den letzten Tagen rund um den Gipfel von Elmau immer wieder die Frage gestellt haben, ob die europäische Politik gegenüber Russland, die internationale Politik der demokratischen Regierungen, ob das nicht eine Beleidigung für Präsident Putin sei. Und damit, ja, mit einem psychologischen Argument wird reagiert auf das, was die Europäische Union bisher getan hat. Was haben wir getan und warum haben wir das getan? In der Ukraine ist seit dem letzten Frühjahr, ja, wirklich etwas Katastrophales passiert. Das Land hat nicht nur einen großen Teil seines Territoriums verloren, einen großen Teil seiner industriellen Basis ist zerstört worden, sondern es sind in diesem Land weit mehr als 5.000 Menschen gestorben. Es sind Zehntausende von Menschen verletzt und verkrüppelt. Wir haben Tausende von traumatisierten Kindern, die monatelang in den Kellern von Donetsk und Lugansk gelebt haben. Wir haben, obwohl auch ein Flugzeug, in dem viele Westeuropäer gesessen haben, ja, abgeschossen worden ist, wir haben als Europäische Union nicht militärisch und als Großmacht reagiert, sondern wir haben mit Wirtschaftssanktionen, mit Diplomatie und mit Verhandlungen reagiert. Und das ist für die Europäische Union und ihr Selbstverständnis ungeheuer wichtig. Das ist eine Veränderung zum Positiven und eine Veränderung, die eben der Idee der Soft Power gerecht wird und überhaupt nichts mit diesen Großmacht-Ideen zu tun hat, die Sie da eben beschrieben haben. Das Abkommen von Minsk ist bisher das Einzige, was relevant erreicht worden ist, gestützt auf diesen anderen außenpolitischen Ideen der Europäischen Union. Und deswegen ist für mich das Allerwichtigste, um in diesem Versuch, den Osten der Ukraine wieder zum Frieden zu verhelfen, weiterzukommen, ist für mich das Allerwichtigste in diesem Bericht von Herrn Landsbergis, dass wir die Sanktionen nicht aufgeben, sondern dass wir sie nachvollziehbar, ja zuverlässig für alle Beteiligten an die Umsetzung des Minsker Abkommens binden. Und an der Stelle muss eben der nächste Gipfel auch ganz konsequent sein. Es muss nicht immer wieder darum gehen, brauchen wir mehr oder weniger Sanktionen. Es muss darum gehen, dass wir mit dieser Idee der Wirtschaftssanktionen, die eine Alternative zu einer militärischen Eskalation sind, dass wir mit dieser Idee der Wirtschaftssanktionen unsere Diplomatie und unsere Verhandlungen stärken. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir allerdings auch über uns und große andere Veränderungen reden müssten. Ich denke, dass Donald Tusk recht hatte, als er die Energieunion vorgeschlagen hatte, als eine Antwort auf die Abhängigkeit von Russland. Allerdings ist das, was bisher vorliegt, nicht der große strategische Entwurf, der uns unabhängiger machen könnte. Dafür müssten wir wirklich. Vielen Dank, Frau Kollegin Harms. Es folgt für 2,5 Minuten Herr Kollege Castaldo. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, un anno di lavoro qui e mi convinco sempre di più che ciò che uccide non solo l'immagine, ma anche l'efficacia della nostra azione è l'applicazione opportuna.